Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es The Revenant von El Mantalab im Lederfußslip. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, ich habe jetzt hier noch von The Revenant das Fußslip von El Mantalab in der Lederedition, was ich immer schon richtig geil fand, und ich bin jetzt nochmal im OVP nochmal günstig, was heißt günstig, für einen guten Preis rangekommen. Wie gesagt, ich habe ja von Film Arena schon die Manix Box und da die Full Slips und jetzt hier noch das von Mantalab. Ja, ich bin da schon richtig gespannt drauf, habe mir da schon ein paar Unboxings so angeguckt. Wie gesagt, die haben mir das hier immer in so einer Hülle bloß und dann liegt das hier lose drin. So. Die mal beiseite packen. Wie gesagt, dann haben wir hier das Echtzeit-Zertifikat hier. Mantalab exklusiv. Ziemlich cool. Ja, dann ist hier noch lose immer so. Das machen die wohl immer so. Ist auch das erste, was ich von Mantalab habe. Nochmal so eine kleine Information hier zu dem Film. Ja, und dann haben wir es hier schon. Das sieht richtig geil aus. Also ich bin wirklich richtig stolz, das endlich zu haben. Wir haben hier, was ein bisschen schade ist, dass es hier vorne so, dass hier dieser Aufkleber hier, der ist auch so aus diesem Kunstleder, dass der hier auf der Folie geklebt ist. Das ist ein bisschen schade. Ja, seht ihr so richtig ein fettes Ding hier. Unten sieht auch schon meine Limitierungsnummer, aber wie gesagt, packen wir das mal aus. Das müssen wir, das ist, ich bin schon, ach, geil, geil, einfach nur geil. Wie gesagt, wir haben ja auch ein exklusives Steelbook bei. Oh, muss aufpassen, da wegen dem Aufkleber. Das wird den nicht beschädigen. So, packen wir mal beiseite. Oh, sieht das geil aus. Stinkt ein bisschen, aber es sieht mal richtig geil aus. Es fässt sich, es fühlt sich auch richtig hammermäßig an. Schauen wir uns mal von vorne an hier. Also schaut euch mal an hier. Hier, wir haben hier so diese Vertiefung und das sieht, seht ihr das? Diese ganze Struktur von diesem Kunstleder, das sieht richtig geil aus. Richtig geil. Wie gesagt, hier auch so, so eine, wie geprägt hier, das sieht, oh, geil. Einfach nur geil. Ja, diese ganze Struktur hier von, oh, der absolute Oberhammer. Die Rückseite hier, wie gesagt, das ist ja eigentlich das Motiv, was in den, auf dem normalen Steelbook drauf ist. Habt ihr das jetzt hier gerade wegen dem Umräumen nicht zur Hand. Ja, falls euch schon aufgefallen ist hier, ich habe ja umgeräumt. Ja, jetzt das zweite Video, was ich so drehe hier. Bin noch nicht ganz fertig. Es wird demnächst dazu noch, ich denke mal so zu Ostern, so ein schönes Sammlungsupdate, Sammlungs, wie heißt das, Overview-Video wird es dann hier von diesem, was ich hier gebaut habe, sozusagen geben. Bloß kurz am Rande, aber machen wir jetzt hier weiter. Also sieht Hammer aus, ja, das steht schon mal fest. Wir haben hier oben noch Revenant zu stehen, auch so schön hier in Leder drin, oh, einfach geil. Hier das Spike, hier sieht man so ja einen Faden. Ja, hier sieht doch hammermäßig aus. Wir haben hier auch The Revenant, den hier unten Blu-ray-Logo, oben noch ein Logo. Und es sieht einfach nur hier, wenn ihr diese Nähte hier, einfach nur geil aus. Dann haben wir unten die Limitierungsnummer. Ich habe hier die 488. Ich weiß gar nicht von wie viel. Ach doch, steht hier oben. 1700 gab es davon, eigentlich auch eine ganze Menge, ja. Aber gucken wir da mal rein, was wir da drin haben. Oh, ich muss ja auch sagen, diese Hülle hier, die ist auch von der Qualität hier, die kann man hier biegen, das ist hier, oh, von innen fest sieht die auch so geil an, ja, das ist wirklich richtig geiles Ding, richtig geil. So, dann haben wir hier noch ein Booklet, da kommen wir später zu, dann haben wir hier das geile Steelbook, was ich auch richtig geil finde. So, schauen wir uns das mal an von vorne hier. Richtig cooles Motiv, wie er da steht. Wir haben hier unten The Revenant ist eingeprägt, seht ihr so? Ja, genau.
Es sieht geil aus. Richtig schönes Motiv. Ja. Schauen wir uns die Rückseite an. Dann hier das Bein, Revenant. Und dann ergibt das hier, wenn wir das jetzt öffnen, ergibt das ein, naja, fast ein, doch kein Gesamtbild. Ich dachte, das ist ein Bild, aber nein. Richtig geil, oder? Sehr, sehr schönes D-Book. So, dann haben wir hier auch die Innenseite. Sieht dann so aus. Die Disc. Innenmotiv auch ziemlich cool. Das Gruppenbild da. Sehr, sehr schönes D-Book. Ja, kann man nichts weiter zu sagen. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. So, dann haben wir hier noch so ein paar Bildchen. Ja, da muss ich sagen, die sind von Filmarena meist in einer besseren Qualität. Die sind hier bloß so sehr dünnes Papier und auch nicht so in Hochglanz. Aber sind vom Druck her, muss ich sagen, doch schon ziemlich cool. Rückseite sieht so aus. Schauen wir uns mal schnell durch. Aber da muss man schon sagen, doch, die Qualität von den Bildern ist doch gut. Also ist bloß ein bisschen dünnes Papier, so finde ich. Aber der Druck ist doch schon sehr, sehr scharf. Hier. Das dazu. Dann haben wir hier noch so Charakterkarten. Die sind in Hochglanz gehalten, aber auch sehr dünn. Da haben wir die Rückseite, sieht dann so aus. Gehen wir die mal schnell durch hier. So, und dann haben wir noch dieses Booklet, was dabei ist. Schauen wir da auch mal schnell durch. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so schöne Qualität vom Papier hier. Auch nicht, es war sehr stabil, aber wie gesagt, da muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir das von Filmarena ein wenig besser. Ja, ein bisschen viel Text, also kann man was nachlesen, nicht nur Bilder drinnen. Ja, an sich, wie gesagt, eine absolute Hammer Edition, muss ich sagen hier. Das Teil ist wirklich der absolute Burner. Und ich freue mich schon, das Ding hier ins Regal zu stellen. Also das ist wirklich richtig geil, finde ich das. Richtig geil. Ja, und soll es das gewesen sein? Könnt ihr mal schreiben, wie ihr die Edition findet oder ob ihr die von Filmarena besser findet. Wie gesagt, Unboxing-Video von der Filmarena Manix Edition habe ich auch gemacht. Und ja, und so ist das gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.